Hallo, im heutigen Video geht es um die Karte Ravenport 22. Ist vom Modder Silo Buki und hat eine Größe von 821,71 MB. Er schreibt: Willkommen bei Ravenport 22. Dies ist eine Konvertierung der Ravenport-Basiskarte aus Farming Simulator 19. Es wurde versucht, den gleichen Ravenport-Look beizubehalten, aber mit neuen und verbesserten Texturen und Beleuchtung. Eine der Ergänzungen besteht darin, dass es viele Fabriken gibt, die nach dem Kauf verkauft und von der Karte entfernt werden können, sodass sie ein nützliches Stück Land erhalten, das sie für etwas anderes nutzen können. Außerdem wurde die Zugstrecke seit Farming Simulator 19 etwas geändert, um den Farming Simulator 22 Standards zu entsprechen, sodass sie den Zug zum Verkauf ihrer Waren und ihres Holzes nutzen können. Dies ist eine Karte in Standardgröße und hier können sie ihr Spiel nach ihren Wünschen aufbauen. Ackerbau, Produktion oder Forstwirtschaft oder alles davon. Der Haupthof ist mit vorgefertigten Wirtschaftsgebäuden sowie ein Kuhstall, ein Schafstall und ein Hühnerstall ausgestattet. Auf der Karte finden Sie 26 Felder von klein bis groß, davon 3 Grasmissionen, 2 Forststandorte, Sammlerstücke, BGA, Verkehr, Fußgänger, mehr übermalbare Te Geländetexturen hinzugefügt, vorplatzierte Produktion verfügbar, Molkerei, Sägewerk, Tischler, Bäckerei mit 3 neuen Produkten, Maisbrot, süßes Maisbrot und Kürbiskuchen, Ölpflanze, Zuckermühle, Getreidemühle, die auch ihren Mais verarbeitet und Maismehl produziert, das verkauft oder an unsere örtliche Bäckerei geschickt werden kann, wo sie Maisbrot backen können. Maistrockner. Hier trocknen Sie Ihren Mais, den Sie später zu einem höheren Preis als gewöhnlichen Mais verkaufen oder zur Weiterverarbeitung an die Mühle liefern können. Zum Trocknen des Mais benötigen Sie Propangas, das Sie an der örtlichen Tankstelle kaufen können. Für den Transport von Propan können Sie Tanks verwenden, die der Karte beiliegen und sich im Abschnitt Verschiedenes befinden. BGA, das keinen Strom, sondern Methan produziert, das Sie an der örtlichen Tankstelle oder an der Methanverkaufsstelle befindet, abholen und verkaufen können. Verfügbare platzierbare Produktionen, Gewächshäuser mit neuen Früchten, Apfel, Orange, Zitrone, Ananas und Kürbisse, Saftfabrik mit Produkten Apfelsaft, Orangensaft, Limonade, Ananassaft. Wenn die Zuckerproduktion nicht Ihr Lieblingsberuf ist, können Sie sie in einem örtlichen Geschäft kaufen, allerdings zu einem viel höheren Preis. Herbizid-Dünger, Flüssigdünger und Kalktanks sind jetzt im Behälterbereich platzierbar verfügbar. Gärsilo, in dem Sie Gras trocknen. Trockenes Gras und Spreu zusammen mit Methangas und Gärresten in Silage umwandeln können. Verkaufsargumente sind: Verkaufsstelle für Viehballen im Tierhändlergeschäft, Getreideaufzug West und Ranch nehmen ihr Getreide und Hackfrüchte auf, Restaurant, Strandrestaurant und Wasserturmverkaufsstelle nehmen ihre anderen Waren entgegen. Es gibt auch einen Zug, der ihre Waren und ihr Holz nach Alma transportiert, also quasi wird der Zug wieder, wenn er über die Karte hinausfährt, abgeladen. Ergänzung: Tiefschneewetter hinzugefügt, benutzerdefinierter Wachstumskalender. Bei Schneefall wurde eine verschneite Straße und bei Regen nasser Asphalt hinzugefügt. Jetzt schauen wir uns mal die Karte an. Hier sehen wir die, wir haben sehr große Felder und auch kleinere Felder. Gucken wir uns mal schnell diese Abladestationen an. Hier haben wir Getreideheber West. Hier wäre Alma, also quasi wenn der Zug durchfährt, verkauft er dann die Produkte. Strandrestaurant, Eisenbahn-Siloport, nochmal Eisenbahn-Siloport. Also wenn man vermutlich Getreide abladen können und so weiter. Ranch, dann Ballenverkaufsargument, Eisenbahnsilo Ost, Eisenbahnsilo Ost. Dann haben wir hier Methan-Verkaufsstation, also wo man das Methangas kaufen kann. Hier wäre der Maistrockner. Verkaufsstelle des Wasserturms, Restaurant und Bauernhofsilo. Ladestation haben wir hier. Diese Tankstelle, wo es dann, wo man dann auch dieses Methan kaufen kann. Produktion haben wir hier. Cozy Wools Spinnerei, also hier kann man Wolle verkaufen oder produzieren lassen. Eine Bäckerei, Zuckerfabrik, Ölmühle, Schreinerei, Sägewerk und Molkerei. Zentraler Getreideheber. Hier wäre eine Biogasanlage. Tiere haben wir hier, die Hühnerweide, Kuhstall. Und ein Schafstall. Mission haben wir jetzt nichts Spezielles. Verschiedenes haben wir hier Zug. Hier kann man Zug mieten. Fahrzeughändler. Hier wäre der Viehhandel. Hier kann man nochmal einen Zug mieten. Und hier wäre das Bauernhaus. Also das hier wird unsere Farm sein. Schauen wir uns mal die Grundstücke an. Wir besitzen Grundstück 38, 46 und 54. Schauen wir uns mal den Preis von den eigenen Grundstücken an. Ja, ist moderat. Hier werden, oder hier sind kleine Grundstücke, die sich zwischen 40.000 bis 60.000 bewegen.
Und dann eben auch größere Grundstücke mit über 600.000 Euro, hier 400.000 Euro. Dann hat man hier vermutlich diese Waldgebiete. Weil diese Karte soll ja auch forstfreundlich sein. Und dann kann man die Stadtteile hier kaufen. Aber Straßennetz kann man nicht kaufen, oder? Nein. Dementsprechend. Weiß jetzt nicht, ob man hier jetzt zum Beispiel auf der Straße was abladen kann. Oder Schnee rollen. Man braucht ja dazu dann diese Berechtigung oder Tippkollision. Muss man aber im Spiel dann herausfinden. Hier wird dieser veränderte Wachstumskalender. Ist aber auch so, dass ja, recht viel vom normalen unterscheidet es sich nicht. Wir haben einige Fahrzeuge. Dann hier die Tiere. Produktionsketten haben wir noch keine. Erste Taste. Dann können wir schauen, was wir Fahrzeuge haben. Wir haben Kompakttraktoren, einen Case, Maxim CV 115. Mittelgroße Traktoren haben wir John Deere 7810 und Massey Ferguson MF 3670. Metrisch haben wir einen Deutz-Fahr Topliner 4090H. Autos haben wir einen Lizard Pickup 1986. Anhänger haben wir einen Velga DK 115. Schneidwerke haben wir von Deutz-Fahr das Topliner 4090 Schneidwerk. Gruppe haben wir von Horst den Terrano 3FX. Sätechnik haben wir von Nordson die HK25 NS 3030. Ballenpresse haben wir von Kuhn die VW 3190. Transportanhänger Schneidwerke haben wir von Deutz-Fahr den Topliner 4090 Anhänger. Gewichtet Tennwinkel haben wir das Pack 750. Zweimal. Dann schauen wir, hat er was geschrieben von neuen Texturen. Guck mal, ja, ist ein bisschen mehr als der Standard. Hier verschiedene Grastexturen. Steintexturen und verschiedene Drecktexturen. Und schauen wir mal bei Bäume. Da haben wir die Standardbäume. Standardpflanzen, Dekoration. Die Zäune sind auch Standard, Lampen sind auch Standard. Sonstiges haben wir die Standardgeschichten und dann aus dem Rennport 22 gemacht, also auf der Karte einen amerikanischen Fahnenmast und einen bosnischen Fahnenmast. Tiere haben wir die Standardstelle und dann aus dem Kartenmod diesen Kuhstall. Pferde haben wir Standardstelle und aus dem Kartenmod diesen Pferdestall. Schauen wir mal. Gut, passen ein bisschen mehr Pferde rein. Schweinestelle haben wir die Standardstelle. Schafstelle haben wir die Standard-Schafstallstelle und aus dem Kartenmod diesen Schafstall. Hühnerstelle ist auch Standard. Bienen ist auch Standard. Sonstiges haben wir die Hundehütte, was ja auch Standard ist. Produktion haben wir Standardproduktion und dann aus dem Kartenmod wieder die Saftfabrik und ein Gärsilo. Diese Sachen werden, wer es noch nicht weiß, bei der Karte quasi mit installiert. Also ist kein extra Mod, wo ihr runterladen müsst. Verkaufsstationen sind auch die Standardverkaufsstationen. Gewächshäuser haben wir zum einen die Standard und dann wieder aus dem Kartenmod haben wir nochmal Gewächshäuser und zwar Gewächshausfrüchte, da wo die Ananas, Zitrone, Orange und so weiter drin ist. Dann großes Gewächshaus, mittleres Gewächshaus und kleines Gewächshaus, auch mit den modifizierten Früchten. Plantagen haben wir die Standardplantagen, Generatoren haben wir auch die Standardgeneratoren. Gebäude haben wir hier die Standardhallen und aus dem Kartenmod diese Scheune und diese Bauernhofgarage. Silos haben wir Standard-Silos und aus dem Kartenmod dieses Bauernhof-Silo. Silo-Erweiterungen sind die Standard-Erweiterungen. Container haben wir die Standard-Container und dann aus dem Kartenmod diesen Kaufpunkt für Düngemittel. Herbizid-Kaufpunkt, Kalkstation, Kaufpunkt für Flüssigdünger. Tools haben wir die Standard-Tools und Farmhäuser haben wir Standard-Farmhäuser und aus dem Kartenmod dieses Bauernhaus. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier starten wir quasi, das ist der Startpunkt. Hier haben wir das Farmhaus. Dann haben wir hier vermutlich einen Fahrzeugunterstand. Kann man betreten, ja. So eine kleine Garage. Und hier auch nochmal einen offenen Fahrzeugunterstand, hier und das Silo. Dann haben wir hier, schätze ich mal, wird die Hühnerweide sein, ja. Dann haben wir hier nochmal eine Scheune. Weiß jetzt nicht, ob es Fahrzeugunterstand ist, wo man, oder ob man da eher was lagern kann, weil die Tore jetzt nicht so groß sind. Dann haben wir hier. Ja, was haben wir denn hier?
Schaut eher aus wie so ein Deko-Schuppen, Schuppen ohne Funktion. Das ist auch so ein Deko-Gebäude, wo man jetzt nicht rein kann. Und wie sieht es hier aus? Hier haben wir ein Silo. Und auch so ein Gebäude, wo man nicht rein kann. Dann gucken wir mal. Gehen wir in den Flugmodus. Weil ich habe da hinten auf dem Berg was gesehen. Das möchte ich mal anschauen. Da steht auch ein Gebäude. Das ist interessant, da schaut. Und das scheint so eine Art Blockhütte zu sein. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein quasi ein Deko-Objekt ist. Oder beziehungsweise, wie man sieht, ist da schon Kartenende. Okay. Hier scheint irgendwie eine Barriere zu sein. Also gehe ich da mal davon aus, dass hier schon das Ende quasi ist von der Karte. Machen wir hier nochmal einen Kloster oder in so ein Gebäude. Dann nochmal einen Ort mit einem Pferde Gehege zu sein. Und hier ist eine Pferdekoppel, genau. Dann war ja hier unser Hof. Dann ist hier oben auch noch mal was. Der Kuhstall quasi. Dann noch mal ein, oder beziehungsweise ein Schafstall. Und noch mal ein Fahrzeugunterstand. Dann haben wir hier, was soll das sein? Das ist die Spinnerei. Dann haben wir hier nochmal einen Ort mit einem Wasserturm, das ist ja auch eine Verkaufsstelle. Hier fährt gerade der Zug durch. Dann haben wir auch einen Ort und verschiedene Verkaufsstellen. Hier auch nochmal Verkaufsstellen, Leuchtturm. Hier eine Bahnstrecke. Wahrscheinlich wird das, das sein, wo der Zug rausfährt und dann dort bleibt oder beziehungsweise die Produkte verkauft. Dann haben wir einen Hafen mit Steg. Gut, ist dann hier auch schon Kartenende wieder. Waren wir soweit, da sind diese drei großen Felder. Hier noch die BGA. Also landschaftlich schaut sehr interessant aus. Hier haben wir dann auch Wälder. Ist jetzt Kiefernwälder. Und ein Staudamm. Aber hier ist dann schon wieder Kartenende. Man kann über den Staudamm drüber fahren auch. Dann haben wir hier halt nochmal vereinzelte Bäume. Also auch Kiefern, Fichten und verschiedene Laubbäume. Gut, wie es jetzt im Wald aufgebaut ist, wir haben ja eigentlich hier nur dieses eine größere Stück Wald. Wenn jetzt jemand rein Forstwirtschaft macht, ist fast ja, ein bisschen wenig. Aber man kann ja auch wieder aufforsten. Man kann ja andere Gelände auch erschließen. Wie hier kann man ja auch nochmal Bäume aufforsten. Also dementsprechend kann man ja da selbst ein bisschen Hand anlegen. Hier ist eher wieder so, man hat halt vereinzelt Bäume, wo man jetzt maschinell bearbeiten kann. Und dann hat man doch auch viele Laubbäume, die man eben nur mit der Hand, mit der Motorsäge bearbeiten kann. Also landschaftlich schaut es interessant aus, auch von Gebäuden her. Auch interessant, wenn man dann dieses Kastell oder Kloster, was auch immer, dann Staudamm, einen Hafen,
Und hier auch ein bisschen, also es ist sehr verspielt. Und wenn ich jetzt runtergehe auf die Karte selbst, wie wirkt es denn dann, wenn man quasi auf der Karte fährt und spielt? Ja, macht auch einen guten Eindruck. Ist eine also quasi eine Standardkarte. Wir haben hier jetzt nicht allzu viele Felder, aber ich denke, man kann auch Multiplayer auf der Karte spielen, eben durch diese Geländestrukturen. Ist nicht so, dass man sich dann gleich sieht, sondern vom einen Hof zum anderen sehen kann, sondern dass man hier auch ein bisschen Distanz oder ein bisschen Distanz quasi herrscht. Also wenn man jetzt hier unten da was macht, im Hof und da hinten, dann sieht man sich nicht gleich. Felder muss man sich halt aufteilen, beziehungsweise, ja, man kann ja die größeren Felder, wenn man kauft, auch nochmal in kleinere unterteilen und die dann bearbeiten. Genau, das wäre es jetzt eigentlich zu der Karte. Also ich finde, landschaftlich ist eine schöne Karte und auch vom Baulichen von den Gebäuden her ist es schön und interessant. Also eine Karte, die nicht schnell langweilig wird. Sowohl für Einzelspieler als auch für Multiplayer geeignet und auch bedingt für Forstwirtschaft, also so im Standard. Man kann natürlich mehr draus machen und dann kann man auch richtig Forst auf der Karte machen. Und genau, das war's zu der Karte. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.